zum Etappensieg. Eine gute Runde für dich, kam dir entgegen, vielleicht auch sogar das Wetter. Also magst du so ein bisschen die Herausforderung? Ja, schon. Ich bin ja eigentlich Mountainbiker und Crossfahrer. Das ist ja dann im Herbst und Winter, da kam mir das Wetter schon entgegen. Aber ich glaube, da hat noch mehr mit reingespielt, vor allem viel Glück. Was hast du dir denn für heute vorgenommen? Also die Berge gibt es ja wieder. Ja, heute mitfahren und versuchen, das Trikot zu behalten. Aber auf 90 Kilometer kann halt viel passieren. Deswegen lege ich mich jetzt noch nicht fest. Also einfach erstmal schauen, was heute so passiert und was heute alles so kommt. Hast du einen Tipp, wie man die vielleicht angehen kann, 90 Kilometer mit 2200 Höhenmetern und wie gesagt 5 Bergwertungen? Ja, ein Tipp. Gut verpflegen, gut essen, gut trinken und ansonsten viel Spaß haben, dann geht das schnell rum. Dann drücke ich die Daumen, dass das tatsächlich funktioniert. Dann haben wir hier die Linda Riedmann. Lisa, ist so ein bisschen überraschend heute für dich, dass du im pinken Trikot fährst oder hast du es gestern Abend schon geahnt? Ich war ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht von der Siegerin, dass ich es nicht habe, aber jetzt freue ich mich umso mehr, dass ich heute noch pinken überstanden habe. Sie hat ein bezauberndes Lächeln. Wirst du das nachher auch noch haben oder sind die Berge gar nicht so deins? Doch, Berge sind schon meins und wenn ich es nicht beteiligt, dann habe ich auch noch ein Lächeln nach. So, und dann kommen wir zum grünen Trikot. Was hast du dir für heute vorgenommen, Mauro? Meinen dritten Platz zu verteidigen in der Gesamtwertung. Und ja, am Ende sehe ich, was rauskommt und dann ja, bin ich zufrieden. Du bist zum wievielten Male dabei bei der Erstgebirgstour? Zum zweiten Mal. Immer besser oder wie empfindest du es dieses Jahr? Ja, dieses Jahr finde ich es eigentlich sehr gut, auch von der Strecke. Letztes Jahr war es nicht meine Tour, aber ich hoffe dieses Jahr umso mehr. Und dann waren wir wirklich nach 2 Stunden, nach so 3/4 der Strecke, waren wir einfach fertig und total hart. Und dann, wenn eigentlich gar nichts mehr ging, musste man hier noch die 3-4 Kilometer nochmal zur Bergankunft hoch. Und das hat dann echt die letzten Körner, sage ich mal, genommen. Und jetzt ist man hier angekommen und man ist total fertig. Also, das war scheiße anstrengend, ziemlich anstrengend. Finde ich klasse, dass man das so auf die Beine stellen kann in der Zeit hier. Ja, schon mal großen Applaus an den Organisator. Der Sieg heute, der ging an Tobias Morkel. We'll be right back.
eine herausfordernde Etappe heute, die zweite Etappe mit 2200 Höhenmetern und 89,5 Kilometern. Richtig. Sowas gab es noch nie bei euch, also das ist ein Novum. Ja, also wir waren schon nah dran. Ne? Ich glaube 85, 86 Kilometer waren die längste Etappe bei der Tour bisher. Aber ja, ne? Das sind jetzt nochmal 3 Kilometer mehr, Höhenmeter relativ identisch, wie schon mal eine ganz schwere Etappe in den Tschechien. Und ja, genau. Ne? Aber es ist die längste, da gebe ich dir recht.